Sprachbausteine Teil 1. Liebe Familien Keisler oder Diepold, vielen Dank für Ihre Antwort. Die Lösung hier ist auf, weil man antwortet immer mit auf. So mit Verb antworten kommt immer auf. Auf meine Bewerbung, als auch per Mädchen. Danke schon auch für die Fotos von den Kindern. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich sehr, Ihre Familien im September kennenzulernen. Im Juli schließe ich meine Schlussausbildung. Die Lösung ist ab, weil hier es gibt eine trennbare Verb, abschließen. Ab und musste auch noch meine Deutsch. Die Lösung hier ist ein bisschen, weil kaum bedeutet hart und fast bedeutet nearly. Ein bisschen verbessern. Davor werde ich im Sommer noch einen Sprachkurs an einer Sommerschule in meiner Heimat. Die Lösung ist machen, weil ich unterrichte in einem Sprachkurs. Und ich lerne in einem Sprachkurs, aber zuerst, ich mache einen Sprachkurs. Machen. Anschließend fahre ich mit meiner Familie vor 3 Wochen in Urlaub ans Meer. Ich habe noch eine Frage. Die Lösung ist an, weil man sagt, ich habe Frage über etwas. Und ich habe etwas vor Sie, aber ich habe Frage an Sie. Mit Verb fragen kommt immer an. An Sie. Sie schreiben, dass Sie vor die Weihnachtsferien einen Skiurlaub planen, bei dem ich mitfahren kann, wenn ich möchte. Ich habe aber keine Ski- und Ski-Bekleidung. Kann ich mir diese Sachen bei? Die Lösung hier ist irgendjemandem, weil ausleihen bedeutet, ich nehme etwas und ich gebe wieder zurück. Irgendjemandem ausleihen? In meiner Heimat werde ich sie kaum jemals wieder brauchen. Aber ich bin immer offen für Neues und möchte das Skilaufen gerne einmal ausprobieren. Dankeschön. Die Lösung ist das, weil das Verb kommen steht am Ende und nach Komma brauchen wir immer eine Verbindung zwischen Hauptsatz und Nebensatz. Dass Sie mich am Flughafen abholen kommen. Ich habe meinen Flug nach Frankfurt. Die Lösung ist schon, weil der Satz ich habe gebucht ist imperfekt. Das heißt, sie hat das schon gebucht. Schon gebucht. Am 2.9. werde ich sehr froh in Frankfurt laden, nämlich um 5.50 Uhr. Ich schlage. Die Lösung ist vor, weil das Verb schlage mit zu oder nach gibt uns eine andere Bedeutung. Vor, dass wir uns erst gegen 7.30 Uhr in einem Café treffen. Vielleicht komme ich ja mit Verspätung oder muss länger auf meine Gepäcke warten. Dann müssen Sie nicht so froh da sein. Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie noch etwas über mich wissen möchten. Ich schicke einige Fotos mit der Mail, damit die Kinder schon ein bisschen. Die Lösung hier ist mehr, weil
Her ist eine Komparativsätze. So. Viel, mehr, am meisten. Mehr von mir sehen. Viele große ihre Asja Annette.